Ich bin Marcel Odenbach. Ich bin der nächste Künstler, der unter dem Titel Satelliten sich mit der Sammlung des Museums und mit dem Museum in Krefeld auseinandergesetzt hat, künstlerisch. Und Grundstock meiner Arbeit und meiner beiden Arbeiten, die sich verteilt auf zwei Räume, wir stehen jetzt in diesem einen Raum, ist die Lehrmittelsammlung des Museums gewesen, die quasi in Anführungsstrichen wiederentdeckt wurde und die hier in diesem Raum, in dem wir uns gerade befinden, zur Verfügung stand und ausgestellt war und wurde. Bei der Auseinandersetzung der wirklich großen Bilderflut von Architektur, Malerei, Skulptur, kunstgewerblichen Gegenständen, Möbeln und so weiter und so fort, spielte natürlich für mich als studierter Kunsthistoriker Abi Warburg mit seinen Bildtafeln eine ganz große Rolle. Und von ihm sind natürlich auch die beiden Titel der Arbeiten, Verzettelung und plötzlich konnte eins wie das andere sein. Das sind natürlich beides Titel, die ganz stark durch Abi Warburg geprägt wurden. Marcel Odenbach hat für den Sammlungssatelliten 6 hier im Kaiser-Wilhelm-Museum 2 neue Arbeiten gemacht. Und für diese neuen Arbeiten hat er unsere alte Lehr- und Vorbildersammlung des Kaiser-Wilhelm-Museums als Material benutzt. Eine Lehr- und Vorbildersammlung ist Lehrmittel. Lehrmittel für Studierende an der Akademie, also für angehende Künstler, Lehrmittel auch für Kunstwissenschaftler. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, zwei Boxen, in denen sich einiges an Material befindet. Dieses Lehrmittel sah aus, da waren sehr, sehr viele Reproduktionen von Kunstwerken drin. Also die Kunstgeschichte von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist hier als Reproduktion in unterschiedlichen Formaten präsent und kann hier studiert werden. Das Ganze, diese Boxen, die wir hier sehen, lag bei uns im Kaiser-Wilhelm-Museum um 1900 und bis an die frühen 20er Jahre im Lesesaal vor und war tatsächlich für jeden zugänglich. So war es ein Angebot für die Bürger, für Handwerker, für Wissenschaftler, hier im Lesesaal die Hand und auch das Auge zu schulen. Die Sammlungssatelliten bilden eine Art Ping-Pong zwischen einem Künstler, der heute einen frischen Blick wirft auf die Sammlung und durch seine Auseinandersetzung mit der Sammlung entsteht eine ganz neue Arbeit. Musik.